Liebe Zuhörer und Zuschauer, es ist mir wichtig, mit Ihnen die Zeichen der Zeit zu erkennen und zu deuten. Auch wenn das nicht immer ganz leicht ist. Und ich möchte Ihnen dazu etwas aus meinem Leben erzählen. Ich war etwa ein halbes Jahr in Langweidstättenhofen Pfarrer. Und es war eine wunderbare Beziehung zu dieser Gemeinde. Dann habe ich gesagt, am Palmsonntag, jetzt setzt euch, ich habe euch etwas zu sagen. In 4 Monaten werde ich nicht mehr bei euch sein, denn der Bischof hat mich freigestellt zur Promotion. Das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und dann bin ich mit meinem Lehrer, Prälat Professor Dr. Dr. Anton Ziegenhaus, in einem Wald in der Nähe von Bobingen spazieren gegangen. Er hat mich dazu eingeladen und wir haben miteinander das Thema der Dissertation besprochen. Er hat gesagt, schreiben Sie eine Arbeit über die Vorsehung Gottes. Während es auf anderen Gebieten eine überbordende Literaturfülle gibt, etwa beim Petrusamt, bei der Eucharistie, gibt es hier gar nichts. Das ist nur noch verbrannte Erde, was hier zurückgeblieben ist, nachdem Hitler ständig von der Vorsehung gesprochen hatte, als er diese missbraucht hatte, hat sich keiner mehr hingewagt, über Jahrzehnte nicht. Und er hat gesagt, ich mache Ihnen keinen Hehl, das Thema ist schwierig. Packen Sie es an, Sie sind jung, Sie sind ehrgeizig, setzen Sie Ihre ganze Kraft hinein. Und hat er gesagt, und das war ein wichtiger Punkt, wenn man von der Vorsehung spricht, dann erzählen die Leute einem Geschichten. Also da habe ich das erlebt und das hat sich so unglaublich gefügt. Also das sind Zusammenhänge, die nicht natürlicher Art sind. Ich habe das ja auch etwa am 25. März, Verkündigung des Herrn, dargelegt beim Sterben meiner Mutter. Exakt beim Läuten der Angelusglocken hat sie zum letzten Mal in dieser Welt geatmet. Die Blumen an ihrem Bett, die abgefallen sind, dass sie keinen Arzt mehr gebraucht hat, obwohl sie Krebs im Endstadium hatte und viele so Dinge mehr. Am gleichen Tag habe ich dann um 4 Uhr nachmittags im Büro traurig nach einem stundenlangen Waldspaziergang die Briefe geöffnet. Hiermit stellen wir sie frei zum Dienst im Balderschwang, um Radio Horeb aufzubauen. Also das waren alles so Zeichen, hat der Lehrer gesagt. Ich möchte nicht, dass Sie Geschichten bringen, sondern Ihr Job wird sein, die Essenz herauszuarbeiten. Das Wesentliche. Was sind die Prinzipien des Handelns Gottes in der Welt? Also schon ein bisschen geradezu verwegen, dem lieben Gott auf die Finger schauen, wie macht er es denn? Das hieß dann konkret zum Beispiel, das Leben großer Heiliger zu analysieren und versuchen, das Extrakt herauszubekommen. Die Prinzipien des Handelns Gottes in der Welt, denn Vorsehung Gottes ist ja nichts anderes, als dass Gott die Geschicke von Welt und Geschichte leitet, auch der Natur. Und natürlich hat das auch dann mit hineingespielt in die geistliche Literatur. Ignatius von Loyola mit seinem Exerzitienbüchlein, er ist ja der Meister in der Unterscheidung der Geister, auch diesen Bereich dann abgedeckt. Ich habe dann 3 Jahre, möchte fast sagen, mönchisch gelebt. Jeden Tag gelesen, von früh bis spät. Hunderte Bücher, Zeitschriften. Ich hatte auch Assistentenstatus. Ich konnte alle Bücher aus der Universitätsbibliothek mit mir nach Hause nehmen. Und Sie können sich vorstellen, dass das einen Menschen prägt. Das geht nicht spurlos an einem vorüber. Und das hat in mir eine große Ehrfurcht vor Gott bewirkt, wenn man das einfach mal sieht, wie er da im Leben von Menschen eingreift, wie er Dinge oft schon Jahrzehnte im Voraus vorbereitet hat, über Jahrhunderte schon. Also eine große Ehrfurcht vor Gott. Bei mir war das nie irgendwie, wie in der damaligen Zeit das so üblich war, ja, Gott ist mein Kollege, Gott ist der Partner des Menschen. Ich wusste immer, mit wem ich es da zu tun hatte. Was die Theologen früherer Zeiten immer das Mysterium Tremendum nannten, also das Furchterregende, das faszinierende Geheimnis Gottes. Und das hat mich natürlich zutiefst geprägt. Und ich habe von da an irgendwie die Welt mit anderen Augen betrachtet. Nämlich
in der Wahrnehmung der Spuren Gottes in meinem Leben, in dem anderer Menschen, auch in der geistlichen Begleitung. Das habe ich damals sehr gerne gemacht. Im Radio kann ich es leider nicht mehr, denn ich kann nicht zugleich Chef und spiritual bei den Mitarbeitern sein, aber das war eine Stärke von mir. Einfach mit Leuten zu spüren, zu beten, wohin geht die Reise des Lebens, was ist dein Platz, was sind bestimmte Anzeichen dafür, das zu werten. Aber natürlich auch bei mir selbst. Die Doktorarbeit war das Theoretikum und dann kam das Praktikum. Dann ging es praktisch zur Sache. Die Anfrage war da, nachdem ich Pfarrer in Bad Heilbrunn war und ein Jahr lang schon in Benediktbeuern an der Salesianer Hochschule Vorlesungen gegeben habe, ob ich nicht Radio Horeb in die Hand nehmen würde. Hat es damals noch nicht gegeben, hieß Radio Maria International. Aber diese Radioinitiative, sie begleiten, aufbauen würde, Pater Anton Lesser hat die Grundlagen im Balderschwang hierfür gelegt. Das war eine Weggabelung. Ich war schon 35. Ich kann jetzt nicht mehr lange rummachen. Entweder die Wissenschaft, der Professor Kotgasser, der spätere Erzbischof von Salzburg, wollte mich am Lehrstuhl haben. Oder jetzt aber das Radio in die Hand zu nehmen. Und schon damals habe ich, das war wirklich auch in Zusammenhang mit meiner Doktorarbeit erkannt, weil das unvorstellbare Potenzial in den Medien steckt. Also da hatte ich wirklich die Gabe vom Herrn, in diesem winzigen Samenkorn damals zu erkennen, das wird mal die Zukunft bestimmen. Da hat es noch kein Internet gegeben, die ganzen Social Media noch nicht. Aber ich habe irgendwie erkannt, das sind ganz wichtige Foren, wo wir die Menschen erreichen werden. Und klar, der Aufbau hat dann viele Jahre gedauert, 25 Jahre. Und natürlich sind durch meine Jugendlichkeit damals auch Fehler passiert. Ich habe manche Dinge vom Herrn kommend gedeutet, die es nicht waren. Aber ich durfte im Laufe der Jahre lernen und hatte oft die Gnade, meistens Fehler nur einmal zu machen. Und habe schnell aus den Fehlern gelernt. Und sie wurden dann immer weniger und auch weniger gravierend. Ich habe es gelernt, hinzuhören. Was will Gott mir sagen? Und das geht bis hinein, Sie wissen ja, dass es mir gesundheitlich vor 10 Jahren nicht gut gegangen ist, bis in das körperliche, physische. Warum schlägt mir etwas auf den Magen? Warum schnürt mir etwas den Hals zu? Warum bohrt der Schmerz in den Nieren? Hinschauen, hinspüren. Was ist das, woher kommt das? Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, die Krise, die wir derzeit in unserer Gesellschaft und sie privat durchleben, hat konkrete Ursachen auf naturwissenschaftlicher Ebene. Aber ich wollte jetzt wirklich so dieses spirituelle Umfeld von mir darlegen, damit Sie verstehen können, warum ich eigentlich nie auf dieser Ebene allein stehen bleibe. Es geht auch um eine geistliche Herausforderung und es ist ganz sicher eine Zulassung Gottes. Im Alten Testament beim Propheten Ezechiel lesen wir im 14. Kapitel Vers 21 folgende: Wahrhaftig, so spricht Gott der Herr, selbst wenn ich meine 4 bösen Strafen, Schwert, Hunger, wilde Tiere und Pest über Jerusalem bringe, um Mensch und Tier aus ihr auszumerzen, siehe, Entronnene werden in ihr übrig bleiben, die herausgeführt werden, Söhne und Töchter. Dann werdet ihr erkennen, dass ich all das, was ich dieser Stadt angetan habe, nicht ohne Grund getan habe. Spruch Gottes des Herrn. Also zweimal wird es verbürgt, Spruch Gottes des Herrn. Sozusagen, das ist etwas Amtliches, Freunde. Und natürlich jetzt auch die Frage in unserer Situation, warum? Damals wissen wir das, was bei Ezechiel der Grund war. Ich habe es ja eingangs dargelegt. Sie haben Gott verlassen und sie haben die Rechte des Nächsten mit Füßen getreten. Wenn wir anschauen, wie die Menschen vor der Krise drauf waren und wie sie jetzt sind, dann glaube ich schon, dass wir gravierende Unterschiede entdecken. Die Menschen waren doch so gut wie gar nicht mehr ansprechbar. Sie waren so gesättigt. Papst Benedikt hat einmal gesagt, die Krise unserer Zeit besteht darin, dass die Menschen so voll sind, dass sie gar nichts mehr aufnehmen können. Aber nicht unbedingt mit dem,
was ihre Seele nährt, was ihnen hilft. Und man hat eigentlich mit noch so tiefen Predigten, mit noch so aufrüttelnden Worten, es eigentlich kaum fertig gebracht, die Menschen aus ihrer Lethargie herauszuholen. Da haben sie mit Engelszungen reden können. Es ist, wie es bei Jesaja 6,9 heißt, dass die Ohren zu waren, das Herz war verfettet und die Augen verklebt. Und gerade auch bei unseren Jugendlichen. Ich habe es schon öfters zitiert, so aus einem Gespräch mit einem jungen Mann, der gesagt hat, ja, Sinn meines Lebens, Ziel, Karsten Bier, Karsten Weizen, meine Freundin, BMW und FC Bayern München, das war's. Das hat sich jetzt schon ansatzweise geändert. Und ich glaube, dass diese Krise eine riesige Chance ist, zu verstehen, dass das Leben eben nicht nur eine Party ist. Dass es wesentlich mehr ist. Ja, dass Gott dich in diese Welt gesandt hat mit einem Auftrag. Mit einer Sendung. Du hast etwas zu erfüllen, was nur du und niemand anders tun kannst. Das ist wieder Vorsehung Gottes. Und dass jetzt eigentlich mal in diesem recht verstandenen Sinn es gut ist, dass es mal wenigstens einige kurze Zeit Schluss ist mit der Spaßgesellschaft. Dass wenigstens kurze Zeit Schluss ist mit Lustig. Dass wenigstens Schluss ist jetzt in dieser Zeit, ich will alles und zwar sofort. Und dass die Party jetzt zumindest mal für kurze Zeit unterbrochen ist. Wie viele sagen wir, ich habe jetzt mit vielen Leuten so auch in der Gemeinde spazieren gegangen, bin natürlich im genügenden Abstand gesagt, Herr Pfarrer, so hat es einfach nicht mehr weitergehen können. Das sagen jetzt viele, aber bei weitem noch nicht alle. Und ich glaube, dass es schon eine Mentalität gibt, die sagt, schade, jetzt eine kurze Unterbrechung, Augen zu und durch und dann weiter wie vorher. Weiter wie vorher. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Zuhörer, wenn wir jetzt nicht umkehren, wenn wir diese massiven Zeichen, die Gott jetzt zulässt, dass er das aktiv selber betreibt, er lässt es zu, er verhindert es nicht. Wenn wir das jetzt nicht verstehen, wenn wir jetzt nicht eine grundlegende Wende vollziehen, ja wann dann? Und dann kann es erst richtig dick eingehen. Dann ist das, was jetzt war, nur harmlos war. Im Vergleich dazu. In welche Richtung soll es denn gehen? Papst Franziskus hat das am vergangenen Freitag, am 27. März, so formuliert. Es ist Zeit, und er hat einfach eine Gabe, schöne Gabe der Formulierung, den Kurs des Lebens wieder auf Gott und die Mitmenschen auszurichten. Alleine gehen wir unter. Eine wunderbare Formulierung. Das steuert den Kurs deines Lebens, sollst du wieder auf Gott, der eigentlich für dich bis eine Nullnummer war, ausrichten und auf den Mitmenschen. Der ist nämlich nicht nur zu deiner Bedürfnisbefriedigung da, sondern dass du gefälligst ihm dienst. Und schauen Sie, da sind wir jetzt in der österlichen Bußzeit in diese Quarantäne geschickt worden. Quarantäne leitet sich von Quadragesima ab. Das ist wirklich so etymologisch. Und Quadragesima ist das lateinische Wort für die 40 Tage der Bußzeit. Also wir sind in einer Quarantäne, Gott hat uns in diese Quarantäne geschickt, in die österliche Bußzeit. Das Leben in seinen natürlichen Rhythmen ist unterbrochen. Wir sind gleichsam wie in einer Klausur in einem Kloster. Wir können nicht einfach mehr, wie wir lustig sind und wollen, das Haus verlassen. Die Sozialkontakte sind minimiert. Sie können nicht mehr mit den Kumpels abhängen. Ich spreche von den jungen Leuten. Und es geht ihnen in gewisser Weise wie dem Heiligen Ignatius von Loyola. Der war nämlich auch ein Lebemann, hat von einer Offizierskarriere geträumt und bei der Belagerung der Festung von Pamplona wurde sein rechtes Bein sehr verletzt und verwundet. Und es war ihm langweilig. Und er hat immer verlogene Ritterromane gelesen, die waren jetzt auch nicht da, blöd. Und die Ablenkungsmittel der heutigen Zeit hat es damals natürlich noch nicht gegeben. Und aus lauter Langeweile, weil ihm nichts Besseres einfiel und nichts anderes da war, hat er die Heilige Schrift und das Leben der Heiligen gelesen. Und sehen Sie, dass Ignatius ist ja sicher einer der ganz Großen unserer Kirche, der Gründer des größten Ordens, des Jesuitenordens, unser Papst gehört ihm ja auch an.
Das war das Ergebnis dieser Unterbrechung in seinem Leben. Das Krankheitslager ist ihm zum großen Segen geworden. Bei Franziskus war es doch ähnlich. Als er in den Krieg gegen Perugia zog, haben sie ihn ein Jahr eingelocht und dann ist ein anderer Franziskus aus dem Gefängnis herausgekommen. Und da war dann einfach eine Unterbrechung da. Ritterromane gab es nicht. Und hat die Heilige Schrift und das Leben der Heiligen gelesen. Der Papst hat es gesagt, die Umkehr zu Gott und zum Nächsten, was ist denn Umkehr? Umkehr ist ja eigentlich nicht positiv besetzt, der will mich bekehren. Das erste Wort, das Christus nach dem Evangelisten Markus an uns richtet, heißt, kehrt um und glaubt an das Evangelium, im Griechischen metanoete. Metanoia heißt Geisteshaltung, Grundeinstellung, Lebensphilosophie. Und ich zitiere jetzt einen Mitbruder von mir, Pfarrer Anton Spreitzer, im Vorwort zum Buch von James Melnick, Gott sein Haus saniert. Jesus ruft demzufolge nicht nur dazu auf, gewisse Meinungen oder Einstellungen zu ändern, bestimmte Haltungen zu überdenken oder sich, entsprechend unserer guten Vorsätze, wieder auf eine gute Lebensweise zu besinnen. Jesus verlangt mehr. Er verlangt alles. Die ganze Art zu denken neu auszurichten. Das eigene Selbstverständnis und das Verständnis von allem, was ist, zu erneuern, ist durchdringen zu lassen von den Worten, die er die Menschen lehrt. Man könnte auch sagen, Jesus ruft dazu auf, die Welt und alles in ihr und über ihr, also auch Gott, mit seinen, mit Jesu Augen zu sehen. Er ruft auf, diese neue Perspektive zur Grundlage des ganzen Lebens, aller Gedanken, Worte und Werke zu machen. Und das alles auf der Grundlage, dass wir uns schlicht und einfach auf sein gutes Wort, sein Evangelium verlassen können. Das ist Umkehr. Von ganz und gar auf Christus schauen und seine Worte als Worte des Lebens absolut ernst nehmen und aufhören, das zu relativieren. Hat er zwar gesagt, es hat aber keine Relevanz für mich. Oder ich lebe einfach mein Leben komplett an dem vorbei. Obwohl er zum Beispiel gesagt hat, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass der Mensch aufgrund seines Vermögens reich wird. Wir tun's trotzdem. Es ist für uns der oberste Gott. Umkehr will vollzogen werden. Bei Lukas 8,14 lesen wir, was die Saat, die gute Saat Gottes, in den Dornen erstickt. Und das sind die Sorgen dieser Welt. Also ein ständiges sich Absorgen, um was jetzt kommen wird und wie geht es mir, ist vernichtend für die Saat. Der Reichtum und die Genüsse des Lebens. Das sind die besten Mittel, um die gute Saat zu vernichten. Also müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht ständig absorgen, dass die Genüsse des Lebens nicht Sie völlig in Anspruch nehmen und auch die Gier nach Reichtum nicht. Und das stellt sich eben nicht von selbst ein. Dazu brauchen Sie eine gewisse Übung. Das heißt, das Wort Gottes lesen, diszipliniert sein im Gebet, den Gottesdienst besuchen, darüber nachdenken, in der Stille Ihres Zimmers sich Gott öffnen, seine Gegenwart spüren, auch fasten, all das gehört dazu. Das ist, hat alles seinen Zweck, dass Christus in ihnen Gestalt annehmen kann. Und dann werden sie sich nicht dieser Welt komplett gleichschalten. Und jetzt wieder Vorsehung Gottes und damit schließt sich der Kreis. Heute in der Früh habe ich beim Aufwachen, habe schon lange nicht mehr getan, in das Regal gegriffen und ein Buch herausgenommen. Eine Privatoffenbarung, aber das ist jetzt uninteressant. Und da hat Christus ein Gebet über Kranke gesprochen. Und das passt so unglaublich jetzt auf das, was ich gesagt habe. Denn es geht ja jetzt auch darum, dass unser Glaube vielleicht erst noch wankt, dass er keineswegs fest und stabil ist, aber dass er anfanghaft, vielleicht keimhaft, wurzelhaft schon da ist. Und dieses Gebet heißt, ich werde es dann nochmals beten, Vater, heiliger Vater, über alle Wunden, Krankheiten, Ängste, Qualen, Gewissensbisse, über den noch entstehenden, den noch wankenden und den sich festigenden Glauben,
komme Heil, Gnade und Friede. Friede in Jesu Namen, Gnade im Namen des Vaters, Heil durch die gegenseitige Liebe von Vater und Sohn. Segne sie, o heiligster Vater, sammle und vereinige sie zu einer einzigen Herde, sie, unsere verlorenen Söhne und Töchter. Gib das, wo der Sohn ist, auch sie sein, eins mit dir, heiliger Vater, mit mir, mit deinem Sohn und dem göttlichen Geist. Und dann wird berichtet, dass dann unglaubliche, die größten Heilungen passiert sein. Über alle Wunden, Krankheiten, Ängste, Qualen, Gewissensbisse, über den noch entstehenden, den noch wankenden, den sich festigenden Glauben, komme Heil, Gnade und Frieden. Dieses Gebet, das ist völlig egal, ob das übernatürlich ist oder nicht, werde ich auf die Homepage stellen lassen. Beten Sie es. Darum geht es jetzt. Es geht jetzt in unserem Gebet ganz wesentlich darum, dass wir für die Menschen, die jetzt auf der Suche sind, glauben Sie, die Ignatius von Loyolas, die Franziskus von Assisi, die warten nur darauf, dass sie sich bekehren. Dass wir für diese Menschen jetzt beten. Das ist in dieser Stunde, Vorsehung Gottes lässt grüßen, das Wichtigste, was Sie tun können. Leisten wir den Dienst an unseren Brüdern und Schwestern und vor allem fangen wir bei uns selbst an. Denn wir brauchen am meisten Begegnung.